begrüße euch zu einer kleinen Spielvorstellung. Und zwar geht's um das Spiel Kill It With Fire, Heatwave. Also wie man unschwer am Titel erahnen kann, wir müssen etwas mit Feuer töten. Wahrscheinlich nicht nur mit Feuer, sondern mit anderen Möglichkeiten auch noch. Das Spiel ist momentan in der Demo-Version bei Steam verfügbar. Ihr kriegt das kostenlos, könnt euch das runterladen. Wie ihr hier sehen könnt, unschwer verfügbar ab 13. August 2020. Jetzt auf die Wunschliste setzen, das weiß ich noch nicht. ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe die Empfehlung bekommen vom Tobi. Ich weiß nicht warum. Ich bin ja gespannt. Erster Kontakt. Also gut. Also ich kann es euch ja von vornherein sagen, hier geht's darum, wir sind in einer Wohnung. Okay, raus können wir nicht mehr, wir sind eingesperrt. Und in dieser Wohnung lebt eine kleine Spinne. Und wir müssen dieses kleine... Vase nehmen, eh. Muss ich da näher hin? Warum nimmt der die Vase nicht? Ich habe was gehört. Er nimmt die Vase nicht. Ah. Hört ihr das? Wir müssen jetzt quasi mit allen erdenklichen Mitteln dieses vermaledeite Tier, ich hoffe, der hockt jetzt ja nicht über mir, finden und quasi, na gut, dann stellen wir die Vase wieder hin. Wir öffnen mal. Ach so, wenn es grün leuchtet. Ah, das ist es. Boah, du Scheißvieh. Boah, ist das übel. Wieso soll ich die Schublade aufmachen? Oh, ihr seid doch krank. Na toll. Komm, jetzt sind... Wo ist das Klemmbrett? Was kann ich... Was für ein Klemmbrett? Wo ist hier ein Klemmbrett? Ist hier ein Klemmbrett? Hier ist kein... Okay, das heißt, ach ja, ihr kennt ja diese super Situation, Spinne im Zimmer, ihr wisst nicht wo und ihr müsst euch auf die Suche machen. Wir haben dieses Geräusch, das heißt, du, Scheiß wie, komm her. Oh, ich höre noch eine. Hey, gibt es da mehrere? Oh nein. Jetzt haben wir wahrscheinlich... Den Wandschrank soll ich öffnen. Aber natürlich öffne ich jetzt den Wandschrank. Da sitzen wahrscheinlich die ganze Verwandtschaft drin. Wo ist hier überhaupt der Wandschrank? Scheiße. Ich höre sie. Hört ihr das auch? Wenn die in echt auch solche Geräusche machen würden, das wäre so schlimm. 4-1. Kommt der Mama rausgelaufen und passt gerade so zur Tür durch. Wo ist dieses dumme Vieh? Den Trecker holen. Ach, da steht was drauf auf dem Klemmbrett. Mein Gott. Hol den Spinnentrecker aus dem Wandschrank. Was denn für ein Trecker? Was mache ich damit? Wie komme ich... Ach so, das 1, 2, 1. Okay. Spinnen finden. Mehr Feuerkraft. Ja, wir brauchen, ich brauche unbedingt den Flammenwerfer. Ich brauche den Raketenwerfer. Wo seid ihr? Ich schmeiße einfach alles im Zimmer rum. Oh, der Ball ist gut. Könnte ich mal das Klemmbrett weglegen? Geht das? Oh. Naja, aber das ist eigentlich eine ganz gute Waffe. Warte, wir hüpfen mal aufs Sofa. Seht ihr was? Über die Decke kommen die ja nicht, oder? Das wäre ja echt... Das wäre so fies.
Oh, wir können den Fernseher schmeißen. Das ist gut. Wir können den Tisch, wir können alles. Wir können. Können wir den Sessel werfen? Oder das Sofa? Na toll, wenn ich was in der Hand habe, kann ich. Oh, verdammt. Gut, dann machen wir es anders. Ich öffne die Schublade, ich werfe einfach einen Topf rein und mache es wieder zu. Scheiße. Ich gehe nicht von dem Sofa runter. Oh, scheiße, auf dem Fernseher war auch eine. Du bleibst da drin. Wo ist das vermaledeite Vieh? Ah, du haust mir nicht ab. Oh, das hat gesessen. Das gibt Kopfweh. Oh, ich habe Gänsehaut. Ach du Scheiße. Da, du bleibst. Ach, die bringt ja nichts. Die krabbelt ja durch. So, alles schmeißen. Schade, dass hier nichts zerbricht. So ein richtig. So richtiges Klirren wäre hier nicht schlecht. Oh Gott, das hat's überlebt. Scheiße, wo ist die hingerannt? Wo ist das blöde Vieh hingerannt? Wo ist sie? Das mache ich daheim auch immer so, also ihr müsst euch hier nicht wundern, ne? Du hockst bestimmt unterm. So, fahr mal raus! Zu Hause geht es genauso. Wenn ich nicht kann. Hier. Schade, das spielt nicht. Wenn ich da nicht. Ich höre doch was. Eh, bestimmt hinterm Bild. Oh, da ist was kaputt gegangen. Oh, ich höre es krabbeln. Ich will raus hier. Ja. Es läuft hinter mir her. Komm her. Du kleines Vieh. Jetzt kriegst du Panik. Jetzt kriegst du. Es hat mich berührt. Steh, hinterher. Oh, die Angst. Guck mal, jetzt. Hallo? Ich habe Gänsehaut. Ich habe echt in real Gänsehaut. Das ist kein Scheiß. Ich habe hier. Ich sterbe hier Tode. Alles nur für euch. Alles nur für den Weltfrieden. Da sitzen sie bestimmt. Wir gehen auf den Tisch. Weil auf den Tisch gehen die nie. Das machen die einfach nicht. Weil. Die kommen ja nicht hoch. Das habe ich aber getroffen. Komm her. Oh. Ey, sag mal, was sind das für Mutantenspinnen, wenn die bei einem Mal nicht tot gehen? Mal hier aufräumen. Wie sieht's denn hier aus? Da kann ich nicht dran. Brauchen wir nicht. Braucht kein Mensch. Weg mit. Irgendwie sieht es hier aus wie Sau. Aber wie gesagt. Wo ist die? Oh, was war jetzt? Aha! Wow! Komm her! Ich mach meinen Raketenwerfer. Ich sag's dir, dann bist du Geschichte! Ich finde es aber irgendwie, das hat was Befreiendes, das hat so was Meditatives.
Seht ihr das links? Ah! Die beschmeißt mich! Du kleines Mistvieh! Bleib da sitzen, bleib da sitzen! Die hat mich gerade mit der Box beworfen. Oh, die werden ja hoffentlich nicht größer oder schneller oder halt das unhandlich. Ich brauche was Handliches. Halt, ich brauche... Nein, ich brauche das. Nicht, dass der Mama nachher... Ah, verdammt, kann ich den Heizkörper? Nein, die Pflanze ist gut. Na toll, das hat dich jetzt interessiert. Die Lampe, wir nehmen die Lampe. Bringt nichts. Bringt auch nichts. Ja Gott, zack. Ah! Ich hau noch mal drauf, zur Sicherheit. Okay. Mehr Feuerkraft. Hole das Haarspray. Auch das ist gut. Das ist gut. Ich höre jetzt... sieht's aus. Ich höre jetzt hier auch nichts mehr. Ich komme aber noch nicht raus. Wo ist denn das Badezimmer? Ich höre aber keinen mehr. Hier ist zu. Da ist hier der Ausgang. Hilfe, lass mich... Oh, ich komme hier raus. Ich höre wieder was. Ah! Scheiße. Also, Plan. Aufmachen. Draufschlagen. Oh, das ging gut. Ah! Scheiße. Das ist ein Mehrfamilienhaus. Ah, komm her. Komm her. Mir und meinem... Nicht auf meine Füße. Nicht auf meine Füße. Gut. Contenance. Wir gehen ins Badezimmer. Wir sind ja hier Profis. Erstmal einen Schritt zu. Wir werfen erstmal den Fernseher rein. Wenn er dann reinpassen würde. Geht nicht. Ah! Oh, warte, wir werfen den erstmal weg, dass wir hier wieder rauskommen. Wir brauchen das Haarspray. Das ist gut. Oh, verdammt, mein Haus brennt. Okay. Aufwärmübung. Wir wärmen uns auf. Na, warm wird es dann garantiert. Aufmachen, reinfeuern und zumachen. Alles. Ich fackel einfach alles ab. Oh oh. Oh nein. Ich habe keine Munition mehr. Habe ich die jetzt echt? Warte, warte, da hinten steht noch eine. Gut, mein Badezimmer brennt immer. Ich höre es immer noch. Wir brennen ein bisschen das Klopapier nieder. Ach so, das ist noch im Wasser. Ja, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Ich finde das eine sehr effektive Bekämpfung. Naja. Habe ich sie jetzt erwischt? Ich meine, die Wohnung ist hinterher nicht mehr bewohnbar. Das ist euch schon bewusst. Also man muss dazu sagen, leider ist das Spiel ein Einzelspieler. Ich hätte echt Bock, das einfach im Mehrspieler zu spielen. Das macht irgendwie... Es ist schrecklich. Ich muss es hier wegspeisen. Irgendwie ist es schrecklich.
Verdammt, mir geht die Munition aus. Da muss das gute alte Klemmbrett wieder her. Wo ist sie? Okay. Was würde Chuck Norris tun? Die Seife hüpft. Also ich glaube, hier ist nichts mehr zu holen, ne? Sind die Fenster zerschlagen? Die Klorolle? Können wir die nicht zum Fenster rauswerfen? Warte mal. Nö, schade. Da können wir nichts mehr brauchen. Hier liegt auch nichts mehr Brauchbares rum. Das müssen wir freischalten. Also aufwärmen, verbrenne Objekte. Ach so, ich muss noch ein Objekt verbrennen. Das ist natürlich jetzt ganz toll. Ich habe nämlich null Munition. Das Dumme ist jetzt, ich weiß gar nicht, wo ich noch eins herkriege. Das ist jetzt natürlich... Ich habe hier Ladehemmung. Ich sehe schon. Warte. Oh Gott, dachte ich schon, das ist eine Riesenspinne. Also ich glaube, da ist nichts mehr drin. Töte die Spinne mit Hilfe eines Buches. Also mir gefällt der Flammenwerfer viel besser. Wenn ich ehrlich bin, warum qualmt das Buch? Komm her! Oh, warte mal, können wir das jetzt... Oh, hier, guck mal. Oh, ich ahne Böses. Ich ahne Böses. Doch nicht. Rüste entdeckt, Upgrades zwischen Missionen, Proteinshake. Ich mag sowas nicht. Wo bist du, kleiner Scheißer? Komm zu Mami. Wo bist du? Also, ich höre es, aber ich sehe es nicht. Ich war mal Opernsängerin, habt ihr das gewusst? Hä? Wo ist sie hin, die Kleine? Also ich muss jetzt ein Buch nehmen, so leid es mir tut. Ich höre dich, aber ich sehe dich im Moment nicht. Komm raus. Ich hüpfe mal ein bisschen auf dem Sofa rum. Vielleicht hilft das. Ja, toll. Na ja, gut. Zockt die irgendwo drunter? Ja, was mache ich denn, wenn sie unterm Sofa sitzt? Die ist nicht unterm Sofa. Wo bist du?
Hat die das vorher bis ins Bad geschafft? Gut. Hä? Was war das? Warum hat das so gezittert? Okay. Ja, das mit dem Verbrennen ist jetzt ein bisschen ein Problem, weil ich habe nichts mehr zu verbrennen. Das ist schon ein bisschen doof. Ich schlage voll überall drauf. Da kann man nichts aufmachen. Ah, ha, ha, ha. Naja, gut. Gottes Willen. Also das Spiel ist nichts für schwache Nerven. Warum zittert das hier immer so? Wurde ich bereits gebissen, bin ich vergiftet und muss gleich sterben? Oder hängt das Vieh mir schon im Nacken und ich sehe es nicht? Ja. Gut. Aber Fazit, es ist geil. Also ganz ehrlich, es ist so simpel gemacht. Aber es ist einfach, es macht Spaß. Und gerade wenn man so ein bisschen Angst vor Spinnen hat, hat es so ein bisschen einen Gruselfaktor mit dabei. Also ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Mal schauen, wie weit mich die Demo-Version bringt. Ihr habt jetzt auf alle Fälle einen ersten Einblick in das Ganze. Vielleicht schreibt ihr mir drunter, ob ihr noch weiteres sehen wollt, ob ich noch weiterspielen soll oder nicht. Und dann, wenn... Hör auf zu zittern. Und dann... Oh Gott. Hoffe ich, dass ich die nächste Folge hier noch überlebe. Irgendwas läuft hier gerade schief. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.